Gut, herzlich willkommen im Haus Schminke heute am 25.11., dem 50. Todestag von Hans Scharoun, dem Architekten dieses Hauses. Mein Name ist Julia Bojarin, ich bin die Leiterin hier im Haus Schminke. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute mehrere ganz fantastische Expertinnen zu Gast haben und ein sehr schönes Publikum. Schön, dass Sie da sind. Wir werden gleich in der Veranstaltung erstmal einige Inputs hören und werden uns danach aber sehr gerne auch in einer Diskussion mit der Thematik auseinandersetzen. Ich habe eigentlich nur so ein paar organisatorische Dinge noch zu sagen.
Sie sind herzlich eingeladen, sich ein Getränk zu holen bei meiner Kollegin vorne am Tresen. Sie sind herzlich eingeladen, sich durch unsere Bücher und auch durch unser gesamtes Bücherregal zu lesen. Und wenn wir den Talkteil beendet haben, dann sind Sie sehr herzlich eingeladen, sich an dem wunderschönen Buffet zu bedienen, was die Obermühle aus Görlitz uns heute hierher gebracht hat. Dazu möchte ich Sie dann nach unserer Talkrunde ganz herzlich einladen. Genau. Ich übergebe demnach an Waltraud Intrist aus Graz und freue mich sehr auf einen interessanten und spannenden Abend. Ja, vielen Dank auch meinerseits. Mein Name ist eben Waltraud Intrist. Ich freue mich außerordentlich, wieder in diesem wunderschönen Haus zu sein. Es ist jedes Mal eine Wonne, auch heute früh morgens hier angekommen zu sein, und da ist es wieder. Also ich freue mich auch, dass das so wunderbar geklappt hat, also mit eben Julia Bäuerin, mit dem Haus Schminke, und dass wir das hier veranstalten können, ist ja auch ganz außerordentlich toll, und so ein Abend, auch so kleiner jetzt so quasi erscheinen möge, ist trotzdem sehr viel Vorbereitung und wo Menschen mitwirken. Zum einen ist das die Firma Ulrich und Raphael Ludischer, die geholfen haben, das mit vorzubereiten. Also einen herzlichen Dank meinerseits dem Haus Schminke und allen, die mitgewirkt haben. Und last but not least, so eine Veranstaltung ist nie denkbar ohne auch Fördergeber, Fördergeberinnen, und an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei dem Netzwerk Architekturwissenschaft, die dazu finanziell beigetragen haben und nicht nur ideell, und auch das Zentrum für Baukultur Sachsen, dass sie das ermöglicht haben. Also herzlichen Dank. Und nun wünsche ich uns einen spannenden Abend und darf übergeben an die Moderation. Ja, danke schön. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Angelika Schnell. Ich bin dankbar, dass ich heute Abend moderieren darf. Also ich danke dem Haus Schminke und Waltraud Intrist, die ja den Abend initiiert hat. Und ich werde Folgendes machen. Ich werde Ihnen ganz kurz zum Ablauf, das geht ja hier heute um, was brauchen wir zum Leben, was wünschen wir uns zum Leben. Es geht also um Wohnen, nicht nur Wohnen mit Familie, sondern auch Wohnen mit Freunden. Das ist ein Thema, das gar nicht so oft vorkommt. Insofern hoffe ich, dass wir wirklich einen interessanten Abend haben werden. Ganz kurz zum Ablauf. Ich werde ganz kurz die Referentinnen vorstellen, und anschließend jede von Ihnen wird eine Präsentation haben von etwa 10 Minuten, und danach werden wir dann uns ins Gespräch begeben, und natürlich sind alle Zuschauerinnen und Zuschauer herzlich willkommen, mit zu diskutieren. Wahrscheinlich wissen Sie ja alle, sind es mittlerweile schon bis zum Abwinken gewohnt, dass mittlerweile ja alles online oder hybrid stattfindet. Wir sind jetzt auch zweigeteilt. Wir haben Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Haus Schminke, was ganz toll ist. Und wir haben aber auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die über YouTube dabei sind. Das heißt also, ich werde es jetzt so machen, dass wenn die einzelnen Referentinnen ihre Präsentation jeweils fertiggestellt haben, wenn aus jetzt von den Zuschauern hier im Haus unmittelbar eine Verständnisfrage kommt, dann werden wir die ganz ad hoc einbauen. Ansonsten würde ich dann sagen, dass wir nach Ende aller Präsentationen dann die Möglichkeit für alle bieten. Und ich hoffe, dass ich gleichermaßen in der Lage bin, die Fragen hier direkt aus dem Raum, genauso wie auch über YouTube wahrzunehmen. Also falls ich irgendwann mal irgendwas vor lauter Überforderung nicht wahrnehme, dann einfach protestieren und sich laut melden. Das gilt auch für die Damen und Herren in YouTube. Ah, Sandra, du möchtest schon was sagen? Hat Sandra jetzt schon gleich eine Frage? Sie hört oder nichts. Sie hört nichts vielleicht. Sie hört vielleicht nichts. Hat Sandra ein technisches Problem? Also ich fange vielleicht, wenn es okay ist, fange ich vielleicht schon mal mit der Vorstellung der Referentinnen an. Ist das okay, Waltraud? Ja? Ja, bestens. Ja. Also ich möchte zuerst vorstellen, zu meiner Rechten sitzt Ulrike Tillmann. Wir haben also lauter Scharun-Expertinnen hier. Ulrike Tillmann ist
Architektin und Architekturhistorikerin. Sie war von 2006 bis 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Peter Merkli und Markus Peter an der ETH Zürich. Sie promoviert zurzeit oder ist fast fertig mit der Promotion an der Humboldt-Uni Berlin zum Zusammenhang von Farbwissen und Farbgestaltung bei Bruno Taut. Sie hat auch zu Charun schon publiziert, das ist gerade erschienen, also vor knapp 2 Jahren, zusammen mit Peter Markus, Hans Charun und die Entwicklung der kleinen Wohnungsgrundrisse, die Wohnhochhäuser Romeo und Julia 1954 bis 1959 bei Parkbooks erschienen. Und sie wird auch jetzt in ihrem Referat auf wahrscheinlich auch auf dieses bekannte Projekt in Stuttgart von Charun eingehen. Außerdem ist sie aktuell jetzt ganz neu Referentin am Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn und sie kuratiert zurzeit zusammen mit Rahel Melis die Wanderausstellung Queens of Structure, Projekte und Positionen von Bauingenieurinnen in Basel. Ja, herzlich willkommen. Dann haben wir eine der Referentinnen ist online zugeschaltet, das ist Sandra Mayreis. Ich hoffe, dass sie uns jetzt hört und funktioniert das jetzt? Ja, super. Sandra Mayreis ist Architekturwissenschaftlerin und Autorin. Sie lebt in Berlin und unterrichtet seit 2010 Architekturgeschichte und Theorie an verschiedenen Hochschulen, unter anderem an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, an der Universität Stuttgart, an der TU Berlin, an der Hochschule für Technik Stuttgart und Universität Kassel. Zurzeit lehrt sie als Vertretungsprofessorin für Architektur- und Designgeschichte und Architekturtheorie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Ihr Zugang zu Charun wird sich vor allem mit dem Begriff der Utopie auseinandersetzen. Sie hat gerade letztes Jahr veröffentlicht Mikroutopien der Architektur, das utopische Moment architektonischer Minimaltechniken bei Transkript erschienen. Und sie wird insofern auch, das ist ja auch ein Aspekt von Charuns Werk, der mit Sicherheit interessant wird zu diskutieren. Und dann ist noch eben Waltraud Indris, die Sie ja eben kennengelernt haben, schon als dritte Referentin hier. Sie ist Architekturhistorikerin und Theoretikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin zurzeit am Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften an der TU Graz sowie Projektmitarbeiterin an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Und dort promoviert sie auch, also an der Akademie der Bildenden Künste, über das Entwerfen und die performative Architekturfotografie als Ausdruck des architektonischen Handels im Werk von Hans Charun. Im Übrigen bei mir, ja, soll ich ja nochmal sagen. Sie ist dann außerdem, war sie 2018 Co-Kuratorin der Ausstellung im Architekturzentrum Wien zu den biografischen Auslassungen des Architekten Roland Rainer. Und zusammen mit Waltraud, mit Ingrid Holzschuh und Monika Platzer und Susanne Rick forscht sie im Zusammenhang vom FWF. Der FWF ist das österreichische Pendant zur DFG in Deutschland. Das vom FWF geförderte Forschungsprojekt Ambivalenzen der Moderne, der Architekt und Stadtplaner Roland Rainer zwischen Diktatur und Demokratie. Und dann haben wir natürlich noch einen Person, die hier beteiligt ist, oder besser gesagt einen zusätzlichen Teilnehmer. Das ist nämlich das Haus selbst, in dem wir uns befinden. Und ich denke, auch wenn die meisten jetzt hier sitzen und sich schon einen Einblick verschaffen konnten, für die Zuschauerinnen und Zuschauer über YouTube ist es vielleicht sicher interessant zu sehen, wo wir hier sitzen im Haus Schminke. Deswegen ist ein kurzer Trailer vorbereitet, ein kurzer Film, den wird Julia jetzt vorstellen. Damit alle erstmal so einen Eindruck haben von dem Haus, in dem wir uns befinden. Dankeschön. Genau, handelt sich um einen ganz kurzen Zusammenschnitt von Pavel Sadilek aus Liberec, der kürzlich mit den Studenten seiner Kunstschule hier bei uns zu Gast war und also sehr schöne Aufnahmen gemacht hat vom Haus, vor allem auch mit Drohne, was natürlich heute viele Dinge sehr vereinfacht. Man hat mal ganz neue Einblicke. Wir fliegen hier wunderbar im Endeffekt durchs Wohnzimmer. Der Wohnbereich ist natürlich normalerweise nicht so bestuhlt, wie es heute ist. Das hier ist das Elternschlafzimmer im Obergeschoss. Und wir merken hier an diesen Bildern schon, das Licht spielt eine wahnsinnig große Rolle. Jetzt ist es gerade dunkel draußen, aber wenn man tagsüber hier ist und heute war es sehr sonnig, also wir hatten eigentlich die besten Voraussetzungen, gibt es eine ganz fantastische Lichtstimmung hier drin.
Nachts natürlich genauso, das können Sie jetzt gerade live sehen und das ist tatsächlich so. Hier aber auch im Video nochmal zu sehen, der Wintergarten mit der original erhaltenen, wirklich fantastischen Lichtdecke und im Endeffekt das der Eindruck von unserem Wohnzimmer mit ein paar tschechischen Studenten auf der Terrasse, die sich also künstlerisch mit dem Haus auseinandergesetzt haben. Aber das vielleicht als erster Eindruck, wie sehr das Drinnen und das Draußen beim Haus Schminke eigentlich zusammenspielen und wie eng das Innen und das Außen im Endeffekt zusammenhängen und sich teilweise vielleicht gar nicht so ganz voneinander trennen lassen. Ja, danke schön. Ja, jetzt hoffe ich, dass alle so ein bisschen eine Vorstellung haben von diesem Haus. Aber es geht natürlich heute nicht nur um das Haus Schminke, sondern überhaupt über die Konzepte des Wohnens und Lebens in den Entwürfen und Projekten von Hans Scharoun. Deswegen steht dieser Veranstaltung eben zwei Fragen voran. Was brauchen wir zum Leben? Was wünschen wir uns zum Leben? Das sind Fragen, die schon vor 90 Jahren von Adolf Behne, dem bekannten Architekturkritiker, gestellt wurden, in Bezug aber auf das Haus Matern. Wir werden wahrscheinlich auch noch Bilder von wenigstens von Waldrott und wahrscheinlich von anderen auch zum Haus Matern sehen. Das heißt, es geht hier um das Wohnliche in diesen Häusern und ganz grundsätzliche Fragen des Wohnens, aber das Ganze erweitert sich auch, ich habe es ja vorher schon angedeutet, auch zu der Frage, inwieweit man Freunde, Bekannte, andere Personen auch in dieses Wohnen einbezieht. Wir diskutieren ja oft Wohnen immer nur von der Seite der Familie, denn oft gehen wir immer davon aus, dass der Wohngrundriss für die typische Kernfamilie gedacht ist. Aber wie ist das eigentlich, wenn man andere Personen, Freunde, Bekannte, Gemeinschaften einbezieht? Ich habe bei der Vorbereitung habe ich einen kleinen Brief gefunden von Julius Posner, den er eben an Hermann und Beate Matern, also gute Freunde von Hans Scharoun, geschrieben hat und wo er aus Barcelona, wo er sich ziemlich, naja, er mokiert sich über Gaudí und diese wie nennt er das, Pfefferkuchenhaus-Architektur und vergleicht diese Formen, diese geschwungenen Formen von Casa Mila zum Beispiel eben mit Scharoun und kommt dann eben zu der Schlussfolgerung, dass im Gegensatz zu Casa Mila Scharoun eben nicht, die Formen von Scharoun eben nicht den Anspruch darauf erheben, selig in sich selbst zu sein. Vielmehr beziehen sie sich durchaus auf das Wohnliche und ob sie sich darauf beziehen. Letzten Endes führt kein Weg von der Casa Mila zu solchen Scharoun-Häusern. Aber jetzt macht Posner das offenbar an den Formfragen fest und insofern hoffe ich, dass wir heute noch ein bisschen weiter und vertiefend darüber sprechen können. Denn eines ist ja vielleicht für alle offenkundig, wenn man in diese Häuser hineinkommt, man fühlt sich irgendwie sofort wohnlich oder zu Hause und das, obwohl man gar nichts mit dieser Familie zu tun hat. Und das ist ja ein Effekt, der wirklich erstaunlich genug ist. Und insofern hoffe ich, dass wir heute zu diesem Thema neue Einsichten gewinnen, obwohl ich weiß, dass natürlich schon Tonnen von Literatur über Scharoun verfasst wurden. Aber das gehört sich eben für so einen guten Architekten, dass man immer weiter forscht. Wir fangen jetzt an, genau in der Reihenfolge, wie ich eben vorgestellt habe. Ulrike wird die erste Präsentation vorstellen, dann kommt Sandra über Zoom, ich hoffe, das klappt dann, und dann zum Schluss Waltraud. Bitte Ulrike, wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Ja, da kommt auch das erste Bild, überschrieben mit die Wohnung als Ort des geistigen Arbeitens und des Dialoges. Das zeigt, dass die Wohnung von Scharoun in Charlottenburg, sein atelierartiger Wohnraum, auf den wir dann später oder in der Art auch nochmal zu sprechen kommen. Und wir werden uns heute, oder mit den Grundrissen, die ich zeigen werde, sind Grundrisse, die dem Projekt Romeo und Julia in Stuttgart entnommen sind. Also es wird sich um Kleinstwohnungen handeln oder Wohnungen, die jetzt bis zu 65 Quadratmetern sind. Und diese Wohnungen stellen, oder sie sind Beispiele für die Versuche, wie jetzt Scharoun Formen für das Zusammenleben, in dem Falle auch in der Familie, im Haus, in der Stadt findet und die zum Ausdruck bringen, welches Ideal diesen Grundrissen eigentlich zugrunde liegt. Und darin enthalten sind dann nämlich eben Arbeiten und Wohnen als ein wichtiger Teil, diese neu
in einen neuen räumlichen und auch in einen neuen ideellichen Zusammenhang zu bringen, wie er das nennt, und die Formen von Isolierung und Bindung zu gestalten. Darauf werden wir auch noch kommen. Dafür, jetzt können wir das erste Bild, genau. Dafür nimmt er Korrekturen vor an gängigen Typen, Grundrisstypen, aber auch an Entschließungstypen. Und ich zeige jetzt hier Beispiele aus den nicht realisierten Varianten. Das heißt, mit diesen Varianten ist er in dieses Projekt der Stuttgarter Wohnhochhäuser 1954 gestartet. Das ist auf der linken Seite für Julia, rechts für Romeo. Ganz kurz gehe ich jetzt auf die rechten ein. Das sind einseitig orientierte zweigeschossige Wohnungen. Wohngeschoss unten, Schlafgeschoss oben, verbunden durch einen Luftraum, an dem dieser Balkon anschließt. Und es entstehen auch hier schon Raumbeziehungen, die jetzt über die eigentliche Funktion hinausgehen, also über die eigentliche Funktion der Trennung und das Wohngebäude sozusagen als Gesamtraum erfahrbar wird. Auch auf Kosten von Wohnraum in relativ kleinen Wohnungen und eben auch von abgeschlossenen Wohnungen, Räumen, die man sich eigentlich denkt. Verbunden mit diesem doppelgeschossigen Wohnung ist dann auch ein doppelgeschossiger Erschließungsraum in diesem Hochhaus. Das ist ja ein Hochhaus, der dann eben auch nicht nur als Verteiler funktioniert, sondern eben auch als Ort der Begegnung, der so in seiner Großzügigkeit dazu einlädt. Aber, jetzt können wir das nächste. Wir werden uns gar nicht so sehr mit diesem Romeo beschäftigen. Das ist rechts einmal das Bild, wie er sich sozusagen zu einem Haus formiert, mit diesem großen zweigeschossigen Erschließungsraum in der Mitte. Und links die Reihung der Julia. Und mit diesem linken, mit diesem Grundriss zu der Julia, werden wir uns heute näher beschäftigen oder den werde ich näher vorstellen. Dann können wir auch auf das nächste gehen. Das ist nochmal die Modelle zu diesen ersten Grundrissen. Also diese runde, sich rundförmig biegende Julia im Hintergrund, vorne der Romeo, an den Balkon erkennbar, dass es diese Zweigeschossigkeit gibt neben den eingeschossigen. Das jetzt nochmal, um auch mal von außen ein Bild zu bekommen. Genau, dann können wir die nächsten. Das ist etwas hell, ne? Ja. Also, links nochmal der Grundriss von der Julia. Charun beginnt jetzt hier bei diesem Haus zwei neue Prinzipien einzufügen. Einmal ist es der gekrümmte Laubengang für ein Hochhaus, der also eine Hofbildung erzeugt. Und dann ist es, wie man links sieht, die Organisation des Wohngrundes um einen inneren Kern. Das heißt die Besetzung der Mitte, die es ihm ermöglicht, Kreislaufbewegungen zu vollziehen. Das kann man jetzt leider da nicht so richtig gut erkennen. Zeigt vor allem dieser mittlere Grundriss. Und es erlaubt ihm die Vergrößerung dieser Außenabwicklung, die zu einer Verdoppelung der Außenfassade gegenüber der Innenfassade führt. Und in diesen ganzen Aufhaltungen, die dabei entstehen, bringt er nun seine Orte der Wohnfunktionen unter. Also man sieht den Tisch, man sieht den Arbeitsplatz, vor allem da vorne, und schafft vielfältigere Blickbeziehungen und eben auch Lichtbeziehungen innerhalb dieser viel größeren Außen- als Innenfassade. Er unterteilt den Grundriss jetzt nicht mehr in einen klaren Schlafbereich und in einen Wohnbereich, sondern in einen Bereich für die Kinder und in einen Bereich für die Eltern. Links ist jetzt der linke Teil für die Kinder, rechts für die Eltern. Und man sieht auch in diesem inneren Kern, das sind eigentlich mehr so eine Disposition von Geräten, als wirklich diese Ausformulierung von klaren Räumen, die jetzt als abgegrenzte Badezimmer oder Küchen und so weiter funktionieren. Also dieses Diktum, ein Raum, eine Funktion, wird im Prinzip aufgegeben und es entsteht ein Raum mit Funktionsnischen, sodass diese gesamten Wohnvorgänge, von denen er immer spricht, in einen räumlichen Bezug kommen, der jetzt über das Festlegen auf ein Zimmer hinausgeht. Es ergeben sich weitläufige Distanzen und Rundwege in der Wohnung. Und man kann tatsächlich jeden Raum anders betreten, als man ihn verlassen kann, wenn man davon überhaupt noch von Räumen sprechen kann. Es entsteht sozusagen eine ganz andere Matrix. Es entstehen mehrfach miteinander verbundene Räume, mehrfache Bezugnahmen und dann eben diese zirkulären Bewegungsabläufe. Und man sieht links diese vielen, fast irrsinnigen Schließmöglichkeiten, die sich da ergeben, die also auch eine dauernde Veränderung der räumlichen Beziehungen ermöglichen. Und da kommt jetzt dieses Prinzip, dieses dialogische Prinzip
der Isolierung und Bindung innerhalb der Wohnung ins Spiel. Und in diesem Zusammenhang taucht eben auch der Begriff der Raum der Mitte auf. Das ist sozusagen ein metaphorischer Begriff und gleichzeitig eben auch ein konkret räumliche, an den auch eine konkret räumliche Vorstellung gekoppelt ist. In einer Studie am Institut für Bauwesen, das Sharon Laut leitet in Berlin, werden in den 50er Jahren Fragen gestellt zu guten Grundrissen. Und diese beschäftigen sich eben mit dem Prinzip der Isolierung und der Bindung. Ich lese jetzt ein paar vor, um ein Gefühl dafür zu bekommen, um was es da geht. Hat jedes Familienmitglied im Raum der Mitte einen von ihm übrigen Lebensfunktionen ungestörten Sitzplatz? Besteht die Möglichkeit, ungestört vom Ablauf der übrigen Wohnfunktionen zu arbeiten oder zu basteln? Nur als Beispiel. Ist es möglich, ein Gespräch in größerer Gruppe zu führen, ohne durch andere Wohnfunktionen gestört zu werden? Und zu dem Begriff der Isolierung, jetzt nur mal ein Beispiel, haben einzelne Mitglieder der Familie die Möglichkeit, sich gegebenenfalls mit einer Schreib- oder Näharbeit in ihren Schlafräumen zurückzuziehen. Also er spricht gar nicht mehr von den Schlafräumen, sondern das ist ja eigentlich logisch. Und dann gibt es die Möglichkeit, sich zurückzuziehen in sowas, was vielleicht Schlafräume sind. Und dieser Raum der Mitte, der immer wieder darin anklingt, das ist eigentlich gar nicht so ein klar bestimmbarer Raum, sondern es ist vielmehr so es ist ein konkreter Raum, aber es ist darüber hinaus auch nochmal ein Raum, der diese Nutzung oder die herausgestellte Nutzung der Wohnung, die über die reine Reproduktion hinausgeht, beschreibt. Und der bringt das zum Ausdruck, und da kommen wir jetzt mehr auf diese metaphorische Seite dieses Begriffs, und das, was Sharon so als Ideal da reinliest, dass er selbst ist der Ort oder ein Ort zur freien und selbsttätigen Prozesse der Gesellschaftung, wie er das nennt. Also er formuliert den Anspruch, einen Raum zu schaffen, und da zitiere ich jetzt, der die Bemühungen um ein Werk zu dienen vermag. Wir nannten ihn Raum der Mitte. Der Raum der Mitte soll, so formuliert er weiter, mehr sein als ein Bastelraum, vielmehr bildet er den Keim zu einer organischen Bildung der Gemeinschaft. Und einerseits wird er dann auch wieder konkret. In ihm sind das Klavier oder eine Hobelbank, der Zeichentisch oder die Diskutierecke der Mittelpunkt. Es ist die Keimzelle tätig wirksamer Freundschaft, aufgrund der sich jedes Individuum dank der ihm eigenen kreatürlichen und geistigen Möglichkeiten ohne Gleichmacherei herausentwickeln kann. Also es ist eine Überhöhung sozusagen oder eine Formulierung, was jetzt Wohnfunktion oder was Wohnen eigentlich auch bedeutet. Interessant ist dann eben mit dem Klavier und der Hobelbank, da spricht ja eigentlich alle Bereiche von Kultur auch an, also Musik und das Handwerk und vielleicht der Zeichentisch, die Architektur und eben auch die intellektuelle Tätigkeit. Und hier sind wir jetzt eben nah an Martin Bubers dialogischem Prinzip von Isolierung und Bindung. Der eben sagt, und davon geht er jetzt auf, dass offenkundig, dass das Wesen der Gemeinschaft, eben offenkundig oder auch verborgen, ist, dass sie eine Mitte hat. Und dass die Entstehung der Gemeinschaft nur aus dieser Mitte sich entwickeln kann. Und alle Glieder dieser Gemeinschaft haben eine Beziehung zu dieser Mitte. Und das ist das, was Sharon, glaube ich, jetzt versucht, eben in das Feld der Architektur zu übersetzen. Ich würde jetzt sagen, erstmal das Nächste. Können vielleicht auch noch. Ich muss es schneller machen, glaube ich. Okay, dann gehe ich ganz schnell. Das Vorbild hier ist diese Lebensweite des Mittelalters und dabei vor allem die Diele. Das ist, er hält eine Vorlesung 1950, die nennt er Wandlung der Wohnung. Und da stellt er sozusagen die Entwicklung des Grundrisstyps aus der Diele hervor und dem niedersächsischen Bauernhaus. Das ist etwas, das diesen Mittelpunkt bildenden Wohnraum mit Kochnische, den er dort meint. Und der steht in der Genealogie als ursprünglich kollektiver Lebensraum. Das beginnt links oben, wir sehen das auch gleich nochmal. Diese Diele, der aus dem niedersächsischen Bauernhaus entwickelte zentrale Raum, dient dem Wohnen und dem Werken. Er zeichnet dann diese Linie 3, diese diagonale Linie, die auf diesem organisierenden Prinzip beruht. Also das Niedersachsenhaus
mit dem im Mittelpunkt des Hauses stehenden und den Mittelpunkt des Hauses bildenden zweigeschossigen, dielenartigen Lebensraum. Da kommt die Zweigeschossigkeit nochmal rein. Es folgt dann der Sprung über das englische Landhaus, wo die Umwandlung des Herdfeuers in diesen Kamin und den Living Room. Und dann führt er diese Linien zusammen in die Wohnung des geistigen Arbeiters ganz rechts unten. Jetzt können wir mal auf die nächste dann nochmal gehen. Ah, dann nochmal auf die nächste. Das ist jetzt doch, wäre es falsch. Das führt er in Skizzen aus. Also er belegt die mit Skizzen und unten rechts sieht man dann, was eigentlich das Ideal vorstellt, nämlich die Wohnung des geistigen Arbeiters. Das ist im Prinzip ein Atelier, in dem hier jetzt in diesem Fall gearbeitet wird, aber sich eben auch mit Freunden getroffen wird. Und das ist sozusagen dieses für ihn absolute Ideal. Er nimmt damit raus noch mit, aus diesem Ideal, dieser praktisch geistigen oder dieser geistigen Arbeitsatmosphäre, dass er zumindest glaubt, dass in jeder Wohnung auch so ein Arbeitsplatz fest installiert sein muss und sei er noch so klein. Das ist so ein Verweis darauf, dass es hier eine Möglichkeit gibt, diese Tätigkeiten, die einen auch dann wieder mit der Gesellschaft verbinden und so weiter, Intellektuelle verbinden. Jetzt das Letzte, mache ich dann nochmal schnell. Aber eigentlich ist dieser Raum der Mitte, um den jetzt nochmal zurückzukommen, natürlich so ein Ideal. Es ist ja ein Entwurf für so ein Einfamilienhaus. Und eigentlich geht es eben darum, dass dieser Raum auch losgelöst ist von den Wohnfunktionen, die so eine konventionelle Wohnung zu erfüllen hat. Also der gleichzeitig aber auch die Mitte darstellt. Und wenn man das jetzt wieder im Blick auf Julia, was wir eben hatten, mit diesem aufgelösten Raum, mit diesen vielen Rundwegen, dieses Beziehungsgeflecht in der Wohnung als räumliches Erlebnis darstellt und eben auch dieses Zusammenleben, was das dann ermöglicht, darstellt. Also wir wirken uns immer wieder in diesem Idealraum der Mitte und diesem konkreten Raum der Mitte. Und damit schließe ich dann jetzt auch. Ja, vielen Dank. Super, ja. Dankeschön. Also wenn keine direkte Verständnisfrage kommt, würde ich dann als nächstes an Sandra Mayreis weitergeben. Sandra, ist sie zu hören und zu sehen? Schönen guten Abend. Hört ihr mich? Hört man mich? Ja, Sandra, du kannst loslegen, ja? Okay, dann teile ich sofort meine Folien. Und hoffe, dass die jetzt alle sehen. Okay, also ich habe Prinzipien des Utopischen mitgebracht. Ich habe mich in meiner Arbeit in den letzten Jahren vor allem eben mit Utopien beschäftigt. Ein ganz, ganz altes Menschheitsprinzip, was es im Prinzip schon immer gab oder mit dem Menschsein im Prinzip eng verknüpft ist. Das heißt, im Utopischen steckt immer das, was man sich vorstellt, was eben besser sein könnte in einer näheren oder ferneren Zukunft. Ich habe sozusagen um Charun herumkreisend in die Architekturgeschichte geschaut und habe sozusagen verschiedene Beispiele mitgebracht, die aus dem 20. Jahrhundert erstmal, später auch aus dem 19. Jahrhundert utopische Modelle vorstellen, wo sozusagen klar wird, dass das Utopische immer sozusagen auch auf die Gegenwart reagiert, also auf das, was im Moment ist. In den 20er Jahren hier auf der linken Seite zu sehen, Bruno Tauts Auflösung der Städte mit dem 10. Blatt, wo ganz unten auch verzeichnet ist der Titel Gemeinschaften und Eigenbrödler, ein sozusagen organisches Diagramm, eine diagrammatische Zeichnung, wo sozusagen die Auflösung der Städte, also die Vorstellung des organischen gemeinschaftlichen Lebens auf dem Land dargestellt wird. Taut hat, so wie viele andere auch in der Zeit gedacht, dass eben die Ära der Menschheitsgeschichte, die sich stark in dieser Zeit eben verändert hat mit oder ja, nach oder mit der Industrialisierungs sozusagen Zeit, ihren Ausdruck in der Architektur finden müsse und das eben nicht nur auf organische oder soziale Art und Weise, sondern wie man auf der rechten Seite auch im krassen Gegensatz sieht, eben auf technische oder mechanische Art und Weise, wie die Futuristen sich das überlegt haben, die italienischen Futuristen auch kurz vor dem Ersten Weltkrieg noch sozusagen daran geglaubt haben, dass in der neuen Stadt Maschine Geist oder Geist Maschine geworden ist und Zitat, die Schwungkraft der Geschichte zum Anzeige des Schicksals geworden ist. Also auf der linken Seite sozusagen eine
soziale, eine organische, utopische Vorstellung, die auch mit der Lebensreformbewegung vielleicht in Zusammenhang gebracht werden kann, und auf der anderen Seite eben sozusagen der Glaube an die Technik, der Glaube an den Fortschritt durch die Futuristen. Genau. Dann die nächste Folie springt etwas zurück. Das ist sozusagen eine Zeichnung und auch ein Ausschnitt aus dem Text Theorie der vier Bewegungen von Charles Fourier, auch ein utopischer Sozialist, der oben in der Zeichnung sieht man, dass sozusagen seine wahnsinnig radikalen Gedanken, die in der Schrift Theorie der vier Bewegungen und auch in anderen Schriften entwickelt wurden, wo es darum ging, das soziale Leben wirklich komplett neu zu denken, in der Architektur noch nicht Ausdruck gefunden haben. Also oben in der Zeichnung sieht man, dass man, dass er sozusagen eher von der Gestalt, von der Ästhetik her noch in Versailles ist, sozusagen in einer absolutistischen Gesellschaftsform, und im Unterschied dazu ist aber wirklich die Schrift, seine Schriften oder seine Ideen zum Zusammenleben innerhalb dieser Phalansters, Anfang des, also um 1830 geschrieben, oder also geschrieben um 1800, die Zeichnung ist ein bisschen später entstanden, 1830 ungefähr, in den Schriften eben dargestellt, dass die, wie unten auch zitiert, die Bevölkerungszahl einer Phalange oder eines Phalansteriums richtet sich nach der mathematisch-psychologischen Theorie des Zusammenklangs der Kontraste von 810 Temperamenten. Und damit meint er sozusagen Menschen, Figuren, die sich, also die die Gemeinschaft eben bilden und die die volle Entfaltung des sozialen Mechanismus in jeder Phalange ermöglichen. Also in den Schriften geht es vor allem sozusagen wirklich darum, um eine psychologische und auch hochkreative Darstellung der, des Zusammenhangs oder Zusammenspiels eigentlich der sozialen Kräfte. Im Gegensatz dazu ist sozusagen umgesetzt worden, auch also quasi inspiriert von Charles Fourier, das Familistère de Guise, ein Bau oder eine Fabrikanlage, muss man sagen, in Frankreich, von auch einem utopischen Sozialisten, der sich inspiriert, inspirieren ließ eben von Charles Fourier, aber das Ganze tatsächlich räumlich zeitgenössisch gedacht hat, also ganz andere räumliche Konstellationen tatsächlich auch umgesetzt hat, wie man auf der linken Seite sehr eindrücklich sieht. Auf der rechten Seite sieht man das Ganze von außen, genau, also auch noch die Fabrikanlage, wo aber quasi dieser Gemeinschaftsort, das Zusammenleben dann im Inneren stattfand in dieser großen Halle, in einer vielleicht Wärmehalle, Halle des Zusammenkommens, Halle des Treffens, etwas später um 1880. Dann habe ich zwei ganz ikonische Beispiele mitgebracht, die einem vielleicht, wenn man über Architekturgeschichte und Utopie nachdenkt, im 20. Jahrhundert zuallererst einfallen, weil die auch sozusagen eine ganz mächtige Bildsprache haben. Auf der linken Seite bekanntermaßen Le Corbusiers Plan Voisin von 1925, eine Konkretisierung der Konzeptstudie de Ville Radieuse von 24, eben quasi, da wurde ja, also die Idee war quasi die Altstadt, die gewachsene, die mittelalterliche Stadt von Paris, den Kern, das Marais abzureißen und eben diese Planstadt dort einzufügen, die große Geste mit der Hand eben, wie das sozusagen die funktionelle Stadt dort implementiert werden soll. Und auf der rechten Seite, was ich immer ganz schön finde, quasi in Gegenüberstellung, eine anti-utopische oder eine zumindest, ja, Dystop, eine kommentierende Utopie, sagen wir so, von Superstudio, in dem Fall das Continuous Monument, ein Ausschnitt, ein Detail, wie man möglicherweise in St. Moritz diese, diese Dystopie oder Utopie, je nachdem, wie man drauf schaut, eben umsetzen könnte, aber sozusagen auch in der Gestalt sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob es eine Textstelle gibt, die auf Le Corbusier referenziert, aber irgendwie, ja, auffällig sozusagen in der Sprache, in der Formensprache ähnlich. Dann hier ein, sozusagen eine soziale Utopie, die aber weniger gezeichnet ist, sondern auch quasi mehr eigentlich im Denken, im Handeln stattgefunden hat, von den Smithsons, Alison und Peter Smithson von 1954 als Reaktion auf die Siam, auf die Siam-Kongresse, auf die alte Generation sozusagen, und hier beschrieben, dass man auch eben nicht top-down denken und handeln sollte, sondern im Prinzip aus der Situation, aus der bestehenden Situation heraus
denken und schaffen soll, mit einem Bezug auf den Biologen Patrick Geddes. Die Zeichnung in der Mitte bedeutet, dass, also es ist ein Talschnitt, in der Mitte eben die Industriestadt, die natürlich an einem Fluss angelagert sein muss, damit man Handel betreiben kann und so weiter. Dann außen angelagert eben andere städtische oder kleinstädtische Konstellationen und dann sozusagen hin zum Berg oder hin zum geografisch eher schwierigeren Teil, sozusagen die kleineren, die familiäreren Einheiten, die isolierteren Einheiten, Hütten oder Almen oder vielleicht auch kleinere Dörfer eben. Und immer aus dem Geschehen heraus, also von dem, was schon da ist, herausgedacht, eben Architektur nicht im Sinne von top-down, sondern bottom-up und im Sinne der Gemeinschaft, also auch die Form des Zusammenlebens aus dem, was im Prinzip schon da ist, herausgedacht und nicht sozusagen Tabula rasa, also nicht komplett neu, sondern im Prinzip aus dem sozialen Vorhandensein herausgedacht, was letztlich auch vielleicht eine nachhaltigere Sozialstruktur verspricht. Ich habe dann noch vielleicht für später mitgebracht meine Interpretation von heutigen Utopien, von den Mikroutopien, kann ich schon ankündigen, sozusagen vielleicht in einer Folie. Das sind sozusagen, das ist das, was in meiner Arbeit städtisch und sozial und im utopischen Denken neue Gemeinschaften heutzutage fördert, beziehungsweise wie man darüber nachdenkt, wie diese Dinge eben aus dem Gewachsenen heraus entstehen können und sich eben anschließend in der historischen Erzählung an das utopische Denken in einer Linie eben von, ja, wenn man so will, von der Antike bis heute. Aber da möchte ich jetzt erstmal nicht genauer drauf eingehen. Dazu können wir vielleicht später noch kommen. Ich schließe also hier mit den Smithsons. Danke. Ja, danke schön, Sandra. Danke. Ja, und Waltraud, du bist dann die Dritte mit deinem Vortrag. Ja, also anschließend jetzt auch eben an Sandra und ihren kurzen Abriss der Utopien zu Beginn des 20. Jahrhunderts können wir Charoun natürlich jetzt eher einordnen, nicht in die technizistischen, sondern in die humanistischen Utopien oder wie Sandra es auch gerade geframed hat, also in die Bottom-up-Utopien. Und im Zuge dessen finden sich bei Charoun immer wieder auch wirklich auch in seinen Texten wie Struktur in Raum und Zeit 1957 Verweise da darauf. Indirekt eben über Martin Buber verweist er da auf Ferdinand Tönnies, einen frühen Soziologen, der versucht hat, menschlichen Aktionen mal sehr abstrakt in zwei Typen zu unterscheiden. Es gibt den Gesellschaftstyp und den Gemeinschaftstyp, und Charoun präferiert oder spricht stark immer wieder vom Gemeinschaftstyp, wenn auch das nicht bedeutet, seiner Ansicht nach, dass der Gesellschaftstyp komplett auszuschließen ist. Und interessant ist bei dieser Differenzierung des Gemeinschaftstyps bei Ferdinand Tönnies, dass er unterschiedliche Kategorien, also ausformuliert, angefangen von der Familie bis hin zur Nachbarschaft, und dann spricht er eben auch von der Freundschaft, dass das auch eine besondere Form eines Gemeinschaftstypes ist. Und Ferdinand Tönnies schreibt hierzu auch, Zitat, die Freundschaft ist als die eigentlich menschliche und höchste Art der Gemeinschaft. Das finde ich sehr spannend, und das erklärt er auch damit, weil die Freundschaft ist etwas, was man sich aussucht, freiwillig, im Unterschied zur Familie und zur Nachbarschaft, und dementsprechend ist es die höchste Form, weil man die auch pflegen muss. Also wie er schreibt, durch leichte und häufige Vereinigungen muss sie geknüpft und erhalten werden, und das finde ich interessant, weil wir dann auch eben schon beim Thema sind. Jetzt wollen wir einen Sprung quasi direkt zu dem Haus machen, wo wir heute sind, nämlich das Haus Schminke, und uns das hier genauer ansehen. Und ich habe
habe hier eine Folie mitgebracht. Und zwar links sehen wir das Haus Schminke in den Fotografien von Alice Kerling und diesen Platz. Einige von Ihnen sitzen tatsächlich genau an dieser Stelle. Deswegen war es wichtig, dass das Sofa hier stehen bleibt, wenn auch der Kamin hier fehlt. Aber hier geht es um dieses Aussichtsfenster. Und wie es dazu zustande gekommen ist, dass es nicht einfach quasi passiert ist oder nur die Funktion des Lichtes erfüllt, das ist in diesem Haus ja sehr oft zu sehen, sondern dass es hier tatsächlich um diese Freundschaft geht, die Charun anfängt zu entwickeln, nämlich über die lange Zeit des Bauprozesses, des Planungsprozesses. Und es finden sich in Briefverkehren genügend Belege, die auch zeigen, dass sich hier zum einen, dass es ein intensiver Prozess ist, das wissen wahrscheinlich viele, die selber schon mal Haus gebaut haben, dass das ein intensiver Prozess ist, in dem Fall mit dem Architekten Hans Charun, dass man sich, wie man auch an Stellen findet, wo Charun schreibt, dass es eben zu einem allmählichen Kennenlernen der Wohnbedürfnisse gekommen ist und den bestehenden gewünschten Lebensführung. Und er gibt auch einen Hinweis, dass hier ganz besonders Charlotte Schminke unmittelbar in diese gestalterischen Voraussetzungen quasi mit dabei war und sich mit eingebunden hat. Und ich denke, dieser Begriff für Aussichtsfenster ist nicht ganz, also ist ja mit Intention gewählt, nämlich Aussicht bedeutet, dass es hier jemanden gibt, der diese Aussicht haben möchte oder diese Aussicht quasi sich wünscht, um wieder bei den Fragen unseres Abends zurückzukommen. Und das ist eben, wie ich meine, Charlotte Schminke, die wirklich dieses Aussichtsfenster haben wollte, um hier quasi hier sitzend mal einen Ruhepunkt im Ablauf des Tages zu finden, aber auch eben diesen Naturbezug, der bei ihr sehr wichtig war. Also sie blickt hinaus in den Garten, in ihr Werk, in diesen Garten, den sie mit quasi pflegt, aber auch vielleicht, um ihren Kindern zuzusehen, wie sie sich quasi wie sie hier spielen. Und was ich einfach hier abschließend nochmal auf den Punkt bringen möchte, dass Charun durch dieses Kennenlernen die Wohnbedürfnisse der zukünftigen Bewohnerinnen, dass ihm das wichtig ist und dass das eben zu einer jahrelangen Freundschaft eben auch führt. Das lässt sich im Haus Schminke oder anhand der Familie durch unterschiedliche Dokumente wirklich auch belegen. Also es gibt zahlreiche private Fotos, es gibt Gästebucheinträge, die von dieser langen Freundschaft eben auch davon zeugen oder unterschiedliche Momente, wo das festgehalten wird. Diese Freundschaft von den Charuns, die auch immer wieder hier zu Gast sind und hier auch schlafen und lange Abende, glaube ich, miteinander verbracht haben. Dieser Moment hier im Haus Schminke und in dieser Fotografie finde ich deswegen so interessant. Die Protagonistin Charlotte Schminke ist zwar nicht im Bild, in der Fotografie vorhanden, aber die Idee ist schon da. Also dass es um diese Freundschaft geht und dieses Einbinden des Individuums in den Architekturentwurf. Und dann ein Jahr später entsteht, das würde ich als wirklich Paradigmenwechsel auch festhalten, eine neue Fotografie von Erich Behne, also dem Bruder des Architekturkritikers Adolf Behne. Und ab nun entsteht eine Serie an spezifischen Architekturfotografien. In meiner Dissertation nenne ich sie performative Fotografien, wo wir sehen, plötzlich kommt das Individuum mit hinein in die Fotografie oder in die Architektur und dann in die Fotografie. Wir sehen diese Individuen, die ihren Tätigkeiten, ihren eben kontemplativen Tätigkeiten, ihren intellektuellen Tätigkeiten, wie wir bei Ulrike auch gehört haben, nachgehen. Und ich habe jetzt hier von Haus Matern nur zwei Fotografien mitgenommen, weil zum einen ist es dieses wiederholende Moment und zum anderen, was ich daran auch zeigen möchte, ist, dass es sich hier um spezifische Individuen handelt, nämlich um, wie ich recherchiert habe, die Bewohnerinnen selbst, also die in diesen Fotografien quasi mit ihrer Vorstellung von Gemeinschaft performen. Und was ich auch schön finde an dieser Nebeneinanderstellung der Fotografien, wir sehen quasi, dass beide Individuen haben ihren eben zugewiesenen Platz, ihren individuellen Ort, aber über, und es gibt auch
auch nicht mehr diese spezifische Zuordnung einer Funktion in ein Zimmer, sondern es ist ein Raum, der sich hier ums Eck quasi abwickelt und sie könnten quasi gerade noch miteinander kommuniziert haben, weil es eben die Couch, also das Sofa ist zu sehen und quasi könnte über die Fotografie hinweg eine Kommunikation aufgebaut werden. Ja, das sehen wir natürlich dann auch noch bei späteren Fotos, die ich noch mitgebracht habe. Was vielleicht dann auch wichtig zu erwähnen ist, warum kommt es hier zu diesem Paradigmenwechsel? Und eine meiner These ist eben, wir müssen auch das in den Kontext einbetten. Wir sind hier 1934, das NS-Regime ist an der Macht. Und ich denke, dass Scharoun hier mit diesem Mittel einfach versucht, einen Moment der Distanznahme aufzubauen gegenüber diesen Ideologien des NS-Regimes, die eine Volksgemeinschaft propagieren, wo das Individuum quasi untergeht. Und hier wird das Individuum eben gegenübergestellt als sehr wohl wichtige Figur für das Wohnen und um einfach so eine Distanz zu nehmen zu dem NS-Regime. Und deswegen auch dieser Paradigmenwechsel, der sich dann über mehrere Fotografien, wie ich vorhin schon erwähnte, bis 1939 in unterschiedlichen Projekten finden lässt, hier etwa im Haus Bench noch ein Moment, der festgehalten wird, oder jetzt muss ich gerade noch mal schauen, dass ich ja nichts vergesse. Ja, genau, also und ich gehe jetzt doch noch mal eine Folie retour. Und zwar, ich habe einen wichtigen Punkt vergessen und der bezieht sich noch mal auf Adolf Behne, der eben in seiner Publikation dieses Haus Matern vorstellt und diese Fragen einleitet, was brauchen wir zum Leben und was wünschen wir zum Leben. Und dabei geht es ihm darum, das Brauchen ist einerseits die Funktionen, die wir von einem Haus abverlangen, die sind erfüllt. Aber er sagt auch, im Haus Matern ist auch dieses, was wünschen wir zum Leben mit abgebildet oder mit einbezogen in den Entwurf. Und das ist eben dieser, du würdest jetzt vielleicht sagen, der Raum der Mitte, den wir hier in diesen Fotografien sehen. Also es geht um ein etwas mehr über die Funktion hinaus. Also es braucht in diesem Fall auch die Möglichkeit, dass das Individuum Platz hat, dass es seinen Tätigkeiten nachgehen kann und vor allem auch diesen intellektuellen Tätigkeiten. Also es braucht etwas über diese quasi Bedürfnisse der Funktion hinaus, die damit erfüllt werden. Und das sieht Adolf Behne hier ins Equilibrium gebracht. Ja, das hatte ich schon gebracht. Also wir sehen dieses Moment in unterschiedlichen Häusern, hier das Haus Bench oder eines der letzten Projekte, wo wir diese spezifische Fotografie eben auch finden, ist das Haus Moll. Hier sehen wir den Künstler Oskar Moll mit seiner Tochter Melitta und was wir auch sehen, ist, dass Scharoun diese Fotografie derart wichtig war, dass er sie eigens in ein Fotobuch abgelegt hat, um das auch nochmal so einen Nachdruck zu verleihen. Und zu allerletzt setzt sich Scharoun, wir sehen ihn hier, auch noch quasi mitten in diese Fotografie hinein, mit in dem Fall ist es die Künstlerin Marc Moll und ihrer Tochter, um einfach zu zeigen, wie wichtig es ihm ist und in diesem Moment auch wirklich seinen eigenen Körper zum Einsatz zu bringen, weil ihm diese Entwurfsidee so wichtig ist und die eben auch zu platzieren und das in die Architekturfotografie zu bringen, die ja eigentlich gedacht war für Veröffentlichungen, auch wenn das dann nicht mehr so leicht möglich war. Ja, soweit von mir. Dankeschön, danke. So, ja, wir haben jetzt drei spannende Vorträge gehört oder Kurzpräsentationen. Und wie gesagt, wir wollen jetzt darüber sprechen, diskutieren und ich werde versuchen auch natürlich, sobald wenn Sie Fragen haben, bitte gerne sich melden. Das Gleiche gilt auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer über YouTube. Also ich will es einfach nochmal wiederholen. Wenn Sie Fragen haben, jetzt das Publikum in YouTube sehe ich leider nicht, ich spreche jetzt hier einfach blind hier rein, bitte schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat. Ich werde dann diese Fragen hier vorlesen und kommunizieren. Aber zunächst, das ist natürlich das Spektrum, das jetzt hier von allen drei Referentinnen aufgeworfen wurde, ist natürlich ziemlich groß und auch nicht leicht zu fassen. Aber ich will mal versuchen, die drei Vorträge auch so ein bisschen aufeinander zu beziehen. Und ich fange jetzt erstmal an mit den beiden mit Ulrikes und Sandras Vortrag. Sie wissen ja wahrscheinlich
alle, dass Charun ja auch eine ganze, ich weiß nicht wie viele, unzählige Zeichnungen auch hinterlassen hat, Aquarelle, ich weiß nicht, wahrscheinlich Bleistiftzeichnungen, wo er tatsächlich Utopien anscheinend entwirft, also große Entwürfe, Projekte in ganz großen Dimensionen. Und natürlich ist man erstmal geneigt, diese Arbeit als so eine Art Zusatzarbeit, sozusagen wie so eine Art Inspirationsquelle, die irgendwo für den Architekten wichtig war, aber die wie so eine andere oder wie so eine Traumwelt ist, wenn er abends nach Hause kommt oder was auch immer. Aber jetzt haben wir ja auch von jetzt zum Beispiel den Raum der Mitte gehört und von der Tatsache, dass sich in diesem Raum, ist jetzt mal vielleicht, Sandra, so eine Mikroutopie oder eine konkrete Utopie abspielen könnte. Das ist ja so ein Raum der Möglichkeiten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wäre es denn aus deiner Sicht, Ulrike, tatsächlich gerechtfertigt, von einem utopischen Gedanken zu sprechen im Kontext diesem Raum der Mitte? Und umgekehrt, Sandra, würde ich dich von dir wissen wollen, ist das für dich, ist vielleicht der utopische Gedanke bei Charun nicht genug bisher beachtet worden? Also vielleicht kann ich diese beiden Fragen erstmal jeweils an euch stellen. Genau. Möchtest du zuerst? Ja. Ich kann gerne, genau, ich kann ja einfach reden. Ne? Ich brauche kein Mikrofon. Genau, also utopisches Moment würde ich unterstreichen. Das liegt schon, glaube ich, allein in dem Wort Utopie, dass dieser Raum ja auch nicht wirklich zu fassen ist als Raum. Also er beschreibt ihn zwar manchmal, und auf dem letzten Bild, was wir gesehen haben, ist es ja auch dieser Raum, da steht wieder ein wahrscheinlich Architekt am Zeichentisch. Das ist so dieser Traum, aber es ist kein Raum, und da bemüht man sich auch, wenn man durch diese Schriften geht und auch durch die Grundrisse, also immer wieder darum, findet man diesen Raum. Und es ist gar nicht so der eine Raum, sondern es ist der Raum dieser Art von Wohnen, die er sich vorstellt. Und das ist auch nicht das Wohnzimmer eigentlich. Und in den kleinen Wohnungen ist es aber vielleicht sogar das Wohnzimmer, wo dann diese Hobelbank steht. Aber es ist nicht dieser konkrete Raum, sondern es ist der Raum, der etwas ermöglicht. Und der Raum, der entsteht durch diese Art oder durch diese Wohnfunktionen, die in ihm stattfinden können, die aber auch sozusagen geistig erstmal vorbereitet werden müssen oder gewollt werden müssen. Und das ist etwas, wo er das Wohnen überhöht oder eben auch in so eine utopische Dimension hebt, die es loslöst von dieser reinen Reproduktion und wo alles nur noch so darauf organisiert wird. Wir beschäftigen uns ja, also wie ich gezeigt habe, das sind Beispiele, die sich mit Kleinwohnungen beschäftigen, wo es eigentlich nur darum geht, dass wir versuchen, das, was so eine Wohnung für diese Reproduktion, wie wir es immer nennen, oder Rekreation kann man vielleicht auch dazu bringen, organisiert wird. Und es geht natürlich um dieses Mehr, das Wohnen nicht nur das ist. Und das Wohnen eben, und da macht er auch so Zeichnungen wie von diesem Raum der Mitte, dem sogenannten Raum der Mitte, also diesem eigentlichen geistigen Raum, diese Beziehung zur Gesellschaft hergestellt wird. Weil dort, was da stattfindet, also alle intellektuellen Tätigkeiten, alle kulturellen Tätigkeiten, die neben dem Schlafen und dem Essen dort stattfinden, natürlich einen Bezug zur Gesellschaft herstellen. Er nennt das dann zu den Räumen des Museums wieder oder auch zur Schule und so weiter. Und das ist, glaube ich, dieser utopische Moment, dass diese Vorstellung, was Wohnen eigentlich über diese normalen Funktionen und dieser normativen Anordnung von Zimmern und so weiter hinausgeht. Ja, ja. Okay. Und eben, es ist wirklich. Das war eine von diesen Zeichnungen, die wir auch gesehen haben. Ne? Die war ja unabhängig von Romeo und Julia, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind Zeichnungen, genau. Die sind wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so schnell erfassbar, weil das so aberwitzig ist, teilweise diese Wohnung. Und man kann sich auch durchaus fragen, ob das überhaupt bewohnbar ist. Aber es ist in dem Fall, also ich mache es jetzt an dieser Wohnung fest, der Versuch, ganz andere Beziehungen aufzubauen und über diese Beziehung auszudrücken, dass Wohnen was anderes sein kann. Das ist zum Beispiel, genau, das ist jetzt dieser Grundriss, den nennt er, der ist auch beschriftet mit Raum der Mitte. Rechts ist der Grundriss dazu, man sieht dieses Bindeglied praktisch zwischen diesen zwei Teilen ist dieser. Also das ist der Raum der Mitte. Raum. Genau. Okay. Also es ist ein konkreter Raum. Das ist wie so eine Art zusätzlicher Raum, in der wieder mal so eine intellektuelle Tätigkeit oder eine künstlerische Tätigkeit stattfinden kann. Und der sozusagen in dem Fall natürlich ein konkreter Raum ist, der etwas ermöglicht, der aber praktisch dieses utopische Moment des Wohnens ausdrückt.
Ja, Sandra, vielleicht, wenn ich ganz kurz an dich weitergeben kann, ist das für dich nachvollziehbar oder wie würdest du eigentlich Charouns utopische Entwürfe, also sowohl vielleicht die Zeichnung als auch jetzt zum Beispiel solche Möglichkeitsräume, also diesen Raum der Mitte beurteilen? Wäre das eine Mikroutopie in deinem Sinne? Also, ich würde, also woran ich gut anschließen kann, ist sozusagen der Anspruch des Gesellschaftlichen, selbst wenn es im privaten Raum passiert, weil sozusagen also traditionell gibt es ja auch zwei große utopische Linien. Einmal sozusagen die anarchistische Utopie, die Paradiesvorstellung, das, was auch vielleicht eine private Utopie ist, die jeder Mensch für sich irgendwie pflegt oder sich wünscht sozusagen, die aber nicht unbedingt einen gesellschaftlichen Anspruch haben muss. Und meine Argumentation geht eigentlich immer in die Richtung der anderen großen Utopietradition, der politischen Utopie, die immer unbedingt, also die anarchistische, die Paradiesvorstellung und die archistische oder etatistische, also die Utopie, die sich auf das Gesellschaftliche, auf das Staatliche, also auf das Politische bezieht, auf die Gemeinschaft im politischen Sinne. Und da ist natürlich sozusagen immer die Frage, wenn man sozusagen in den Privatraum geht, ist es einerseits, je nachdem, was eben in diesem, in Anführungszeichen, Möglichkeitsraum oder dem Raum der Mitte dann stattfindet oder welche Ansprüche man daran hat. Und die sehe ich auf jeden Fall bei Charoun auch in diesen gesellschaftlichen Ansprüchen, vielleicht nicht nur, also nicht in Reinform, aber durchaus auch, dass man sozusagen eben mit der intellektuellen Betätigung und auch mit der Freundschaft, Freundschaften sind ja durchaus auch, je nachdem zu welcher Zeit und mit wem man sich sozusagen verbindet, haben solche vermeintlich privaten Verknüpfungen natürlich auch ein sozusagen große gesellschaftliche Kraft. Also insofern ja, kann ich mich da anschließen oder zustimmen, dass so, wenn es um den gesellschaftlichen Anspruch innerhalb dieses Raums der Mitte geht, dann ist da definitiv eine utopische Komponente zu sehen, ja. Also das heißt ja, also diese Einbeziehung oder diese, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Ermöglichung, also dieser intellektuelle oder auch künstlerische, handwerkliche Bereich, der in diesem Raum der Mitte öffnet. Also hier jetzt im Haus Schminke wäre sozusagen dieser Flügel hier jetzt dafür verantwortlich, um aus diesem Raum hier nicht nur ein Wohnzimmer, sondern sehr viel mehr zu machen. Das heißt ja dann doch, also du hast ja, Waltraud, du hast den Begriff Gemeinschaft und Gesellschaft. Natürlich ist das klar, das ist eine schwierige Diskussion und es ist ja auch nicht nur Tönnies, der darüber geschrieben hat und das ist auch, führt sehr weit. Aber trotzdem hat man ja den Eindruck, dass wenn ich jetzt deine Definition höre, Ulrike, oder das, was du jetzt auch, wo Sandra, wo du jetzt sagst, es sind sozusagen, es hat Aspekte oder Komponenten des Utopischen, dann ist es doch eher auf solche Projekte ausgerichtet, auch wenn wir jetzt vielleicht mit diese Begriffe etwas unscharf benutzen und weniger auf gesellschaftspolitische Intentionen hin ausgerichtet. Verstehe ich das jetzt richtig, Sandra? So würdest du das vielleicht. Ja, vielleicht kann man das, es ist natürlich so ein bisschen, das Private ist politisch. Also dieses sozusagen, ne, der Wahlspruch der 60er Jahre oder 68er Bewegung, dass das, also Fragen, die eigentlich sehr privat sind oder scheinbar erstmal sehr privat sind, doch eine politische Dimension haben. Und so würde ich das hier auch sehen. Ich würde das vielleicht, also die Mikroutopie ist vielleicht nochmal tatsächlich etwas expliziter gesellschaftlich ausgerichtet, so wie ich das sozusagen definiert habe oder versucht habe zu beschreiben in meinem Buch. Aber in dem Umfeld, also im Wohnen, also wenn man eben von dem Wohnraum und jetzt explizit eben auch von dem Haus Schminke oder dem Raum der Mitte bei Charoun spricht, dann ist das sozusagen vielleicht eher implizit, das Gesellschaftliche im Privaten. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt zu Waltraud mal überkomme, es ist natürlich diese Geschichte mit den Freundschaften, die ist natürlich jetzt tatsächlich insofern politisch,
weil Charoun ja in der Zeit zwischen 33 und 45, wo er ausschließlich private Wohnhäuser entworfen und auch teilweise gebaut hat, das sind natürlich ausschließlich Wohnhäuser gewesen für Freunde oder sehr gute Bekannte, also so eine Art Clique, könnte man sagen, oder so eine kleine Gemeinschaft von sehr gut miteinander befreundeten Personen, also Freundschaften, die sich teilweise dann auch aufgebaut haben oder die vorher schon existiert haben. Und dieser Zusammenhang, und das hast du ja dann in deiner Dissertation auch besonders untersucht, ist ja gewissermaßen auch so, wie einerseits wie so ein Schutzschirm gegen die Repressalien von außen oder gegen das Naziregime, von dem man sich schützen will. Aber auf der anderen Seite entsteht auch etwas. Ja? Also ich weiß nicht, ob man vielleicht dann sagen kann, diese Ideen, die dann eben in dem Raum der Mitte, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt dieser Begriff erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Also das ist kein Begriff, den er vorher schon hat. Dass es vielleicht über diese Konzepte, über seine Entwürfe und die Entwicklung, wie diese Häuser entwickelt wurden in dieser Zeit, dann eigentlich zu diesem, sagen wir mal, Raum der Mitte dann später geworden ist. Könnte man das so sagen? Ja, ich denke schon, ich würde das auch so sehen. Es ist auch so, dass, weil das auch das Stichwort fiel, das Private ist politisch. Also diese Fotografien, die ich da mitgebracht habe, die wurden ja zum Teil publiziert, also gerade das Haus Matern. Und das heißt, da ist es ja wirklich in eine Öffentlichkeit hinausgetragen worden. Also ihr Wohnen und ihre Vorstellung. Und ich meine, ich denke, also heute wäre das auch nicht viel anders. Will man wirklich, wenn man selbst Haus gebaut hat, sich quasi den eigenen Raum geschaffen hat, will man das dann auch wirklich den anderen zeigen in einem fremden Publikum und diese privaten Einblicke? Also ich finde das schon auch durchaus ein Statement. Und deswegen würde ich schon auch sagen, dass es eben politisch ist, eben auch diese andere Form des Wohnens. Und natürlich, also er hat nicht ausschließlich Einfamilienhäuser gebaut, also durchaus andere Wohnbauten. Das würde hier jetzt ein bisschen zu weit führen, wie das im Detail entstanden ist. Also teilweise auch gab es da noch Projekte, die schon noch, die noch im Laufen waren. Seine Frau war Erbin eines Bauunternehmens und dementsprechend liefen da auch noch über diese, also über diesen Bezug noch Bauverfahren. Andere sind ein bisschen schwieriger zu beurteilen, aber natürlich haben ihn vor allem dann weiter fortschreitend in den 30er Jahren die Häuser für eben diese Freunde, Freundinnen, Bekannte auch geholfen, um tatsächlich auch finanziell ein bisschen durchzukommen. Und dementsprechend entwickelt sich hier ein neuer Typus, dem er sich vorher ja nicht so gewidmet hat. Also eben das Haus 33 in Stuttgart war eines, aber sonst hat er schon viel auch diesen sozialen Wohnbau. Dementsprechend hat er jetzt ein anderes Betätigungsfeld und unter diesen Umständen entwickelt sich da wohl möglich auch eine andere Auseinandersetzung mit diesem späteren Raum der Mitte. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, keine Grundrisse von Haus Matern oder Haus Bench, ja, oder? Weil es wäre natürlich schön zu sehen, die mal im Zusammenhang, also sozusagen, wie die Häuser sich ja auffalten, ne, zunehmend auffalten und dann vielleicht mit den Grundrissen nicht kulminieren, aber zumindest weiterentwickelt werden. Unbedingt, ja. In Romeo und Julia. Vielleicht können wir wenigstens die Fotografien mal sehen, weil die berühmte Couch von das war jetzt Haus Matern zum Beispiel. Ich weiß nicht, hast du noch ein Foto, hast du noch irgendwas von Haus Bench? Also was ich vielleicht direkt dazu sagen kann, weil ich ja eben von diesen Kreislaufbewegungen und von diesen Bewegungen gesprochen habe. Und das sind Prinzipien, die hat er in diesen Häusern, die er in den 30er Jahren entwickelt hat, ausprobiert. Und die hat er da sozusagen entwickelt. Also beim Haus Bench sogar über den Garten hinaus. Und es gibt immer wieder dieses Öffnen dieser Struktur auf für diese Kreisläufe. Und er versucht das jetzt in den 50er Jahren, diese Romeo und Julia sind in den 50er Jahren, auf diese kleinen Wohnungen zu übertragen. Also ähnliche Bewegungen, selbst diese Wohnung, die ich gezeigt habe, die hat 65 Quadratmeter und hat zwei Balkone. Entschuldigung, ich wollte nur noch mal sagen. Ganz kurz, sie ist noch nicht fertig, ganz kurz. Nein, nur zu Ende, genau. Also diese Kreisläufe, die jetzt in dieser Mini-Wohnung, also die man wirklich sich fragen kann, ob das überhaupt so funktionieren kann, aber
die zwei Balkone hat und die, sie werden mit einbezogen und es wird sozusagen ein ständiger Kreislauf. Und das ist etwas, das ist einfach ein Prinzip und das finden wir in diesen Häusern, in diesen Villen der 30er Jahre überall. Also das ist dort, ja, und das, diese Weiträumigkeit, diese Distanzen, diese Querbeziehungen, Diagonalbezüge, da als Raumform einfach auch ihre Vorläufe haben. Jetzt, Entschuldigung, ja. Ich wollte, bitte, brauchen Sie das Mikrofon? Ja, ich habe jetzt das Mikro gar nicht, okay. Ich denke, man hört mich deutlich genug. Eines meiner ersten Architekturerlebnisse, was ich mit Scharoun überhaupt hatte, das war Stuttgart. Ja. Die weiße Umsiedlung und da baut da ein Haus für eine Familie und ich bin durch einen Zufall, dass ein Student dort sozusagen die Karten abriss und dann bemerkte, dass ich sehr lange mir für die Was ich sagen will, das, was bei Scharoun eigentlich ein Merkmal ist, das macht er schon relativ frühzeitig. Er versucht von dem absoluten Funktionalismus seiner Kollegen wegzukommen und eine Universalität der Räume zueinander zu finden. Das ist in diesem Haus zum Beispiel der große Esstisch. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die hier Anwesenden dieses Haus vor Augen haben, was in der Stuttgarter Weißenhof-Siedlung steht. Aber das, was interessant ist, ein Esstisch geht über in einen offenen Raum und da steht ein freies Sofa, was auch später viel mehr ausformt. Also diese Sache, die Beziehung in dem Raum, was er macht, er schafft, ich möchte mal sagen, eine Universalität im Funktionalismus. Also dieses strikte Teilen und Trennen, was man übrigens im Faschismus weiterverfolgen kann, was er von den modernen Architekten übernimmt, Funktionen, Zuordnung, ganz strikt und trennend, da macht Scharoun was ganz anderes. Er schafft Landschaften, Beziehungen in den Räumen, der Funktionen, der Menschen, die versammeln könnte, Plätze. Und das finde ich das Interessante, was ich in diesem Haus jetzt, wo ich heute das erste Mal bin, genau wieder bestätigt. Ja, ja, ja. Das ist was Tolles. Eigentlich. Also der Begriff der Landschaften wohnt. Andererseits auch, das muss man dazu noch sagen, der Faschismus hat sich ja immer auf Tradition berufen. Das war so Uraltes, was der macht. Ja, ja. Wo jung, alt, Arbeitende beim Kochen, beim Trinken, beim Tanzen, beim Feuer zueinander kommen. Und das schafft er in die Moderne herüberzogen. Ja. Also der Begriff der Wohnlandschaft oder dass das alles sozusagen ineinander übergeht, das, natürlich ist das schon oft auch beschrieben worden. Wir sind ja nicht die Ersten, die das jetzt hier feststellen. Aber ich finde es insofern interessant, dass diese spezifische, dass sozusagen das, was in den 30er Jahren dann passiert, wo er, ich nenne das jetzt mal in der inneren Immigration war, also wo er keine öffentlichen Bauaufträge mehr bekommen hatte und versucht hat, mit diesen wenigen Aufträgen zu überleben, dass er trotzdem an seinen Konzepten, an diesen Wohnkonzepten weiterarbeitet und eigentlich etwas entwickelt, was sich dann auch nach dem Krieg, wenn ich das jetzt nochmal aufnehme, dann tatsächlich auch als eine Art Sozialutopie durchaus benennen lässt, ja, was vielleicht sich aus einer bestimmten Situation ergeben hat. Ja, vielleicht, darf ich da auch kurz nochmal anhand dieser Fotografie zumindest ein bisschen auch dieses Thema noch ergänzen, und zwar eben das Haus Bench. Und was wir hier ein bisschen erahnen können womöglich, ansonsten mir einfach Glauben schenken, es ist so, also wir haben hier zwei Ebenen, also das ist diese Ebene und die Ebene dahinter, also und das Sofa quasi, drei Stufen, ne? Genau, das Sofa überbrückt diese Ebene, das heißt, es gibt hier schon so eine Differenzierung im Raum. Und genau, und hinter diesem Regal sind drei Stufen hoch und hier links sind drei Stufen runter. Das heißt, man kann tatsächlich allein in diesem Wohnbereich, nennen es wir eher so, also allein schon rundum gehen. Und da dahinter ist auch wieder diese runde Nische, wo dieser Esstisch quasi eingeräumt ist. Und auch diese Elemente mit dem Vorhang, mit denen er auch immer wieder so Differenzierungen schafft. Also hier ist es noch die Schiebetür, aber es gibt dann später ganz oft auch das Element des Vorhangs. Das heißt, wo man eine gewisse Isolierung eben, um auf Buber nochmal zurückzukommen,
eines Raumbereichs quasi einrichten kann, aber wenn man wieder möchte, den Raum wieder vergrößern und dann ist das Individuum wieder Teil der Gemeinschaft oder dieses Gesamtraumes der Mitte. Genau. Wir haben uns vorhin ja darüber, bevor die Veranstaltung angefangen hat, haben wir uns kurz darüber unterhalten, aber auch nochmal, um auf Ihr Kommentar einzugehen, ob Hans Scharoun und Josef Frank irgendwie sich kannten, weil Josef Frank ist ja auch ein Architekt der Moderne. Beide haben ja in der Weißenhofsiedlung auch waren tätig. Wir wissen aber nicht so genau, ob sie sich begegnet sind. Der hat ja eine berühmte Aufsatz herausgegeben, das Haus als Weg und Platz. Und dort findet man auch in den Projekten von Josef Frank auch eben genau das, was Waltraud eben beschrieben hat, diese verschiedenen Abstufungen. Also das natürlich, da klingelt auch, das ist ja immerhin in Österreich ein bisschen Adolf Loos durch. Ja. Aber trotzdem ist tatsächlich hier auch ganz explizit diese Idee des Wanderns durch die Wohnung, ja, also die Wohnräume und die Wohnzonen und dass man natürlich, je mehr man immer wieder mal hochgeht oder runtergeht oder von rechts nach links, dass man natürlich dadurch, und das ist zum Beispiel bei der Weißenhof-Haus ganz deutlich, dass, obwohl das ein ganz winziges Haus eigentlich ist, dass man alleine nur dadurch das Gefühl hat, es ist viel größer, als es tatsächlich ist. Also das sind natürlich, ja. Ja, und vielleicht auch nochmal, ich würde nochmal kurz diesen Begriff des Universalen oder Universalismus widersprechen, weil ich glaube, also ich glaube, ich weiß, was Sie damit meinen, aber eigentlich ist es ja das Besondere an Scharoun, dass er spezifisch ist und dass er so ganz genau Funktionen praktisch festlegt. Die sind jetzt nicht immer, die kann man auch anders benutzen, aber er räumt sozusagen Orte in diesem Gesamtraum ein. Also wenn er diese Wohnung sieht oder auch die Villa, die kleine Wohnung, das ist immer ein Gesamtraum, in dem ganz spezifische Orte eingeräumt werden für das Essen und für das Sofa, für den Blick. Und die stehen aber alle immer wieder in einem Zusammenhang, in einem großgedachten gesamten Raum. Und das macht er eben, versucht er eben auch, er scheitert dann mit dieser Wohnung, die ich gezeigt habe. Die ist nie gebaut worden. Das scheitert an Normen, das scheitert an Konventionen und so weiter. Also insofern ist das alles utopisch. Aber diese Idee ist dahinter. Wir haben eigentlich diesen gesamten Raum und wir finden darin diese spezifischen Situationen, die auch bestimmte Funktionen haben und die aber auch wieder dann in ganz verschiedenen Beziehungen zueinander stehen. Also der Esstisch ist gleichzeitig Teil des Wohnraums und der Küche und vielleicht aber auch dieses benachbarten, benachbarten oder Loggia ist es in dem Falle. Und das ist, glaube ich, insofern würde ich eher von dieser Spezifik dieser Raumsituationen sprechen. Sie haben sich selber widersprochen. Sie haben es wunderbar gesagt, steht in einer Beziehung zueinander, hat mehrere Bedeutung, kann verschieden verwendet werden. Gerade das ist doch eine tolle Art von Universalität. Genau, ich glaube, das meine ich eigentlich. Das ist ja eine Diskussion, kennt man ja, macht doch, also wenn er jetzt alle Räume gleich macht, könnte man ja alles benutzen, wie man wollte. Und das ist immer das, was mit diesem, genau das meinten Sie nicht. Deswegen, ich habe das, glaube ich, verstanden. Es ist nur, man muss das dann nochmal. Vielleicht ist der Begriff der Universalität hier nicht ganz richtig. Es ist so mehr, das, was ich vorhin auch am Anfang gesagt habe, man kommt hinein und fühlt sich eigentlich gleich wohl oder irgendwie zu Hause, weil es so eine anthropologische Konstanten vielleicht gibt, so wie die Smithsons das ja auch, also um auf das Beispiel der Smithsons zu kommen, die ja mit ihrem Konzept Patio und Pavilion damals auch gesagt haben, man muss das Wohnen oder bestimmte Grundannahmen des Wohnens nicht permanent neu erfinden und deswegen, also zum Beispiel das Haus mit Patio und mit Garten ist dann zum Beispiel auch so eine anthropologische Konstante. Ich würde aber ganz gerne, ich weiß nicht, Sandra, wenn du was einbringen willst, dann musst du dich ganz stark melden, weil ich das vielleicht nicht so immer so sehe. Ich will es nur ganz kurz noch sagen. Ich würde ganz gerne auch noch mal auf diese Fotografien zurückkommen, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, diese Fotografien sind ja sehr, sehr speziell. Also sind keine typischen Architekturfotografien. Erstens mal deswegen, weil man Menschen sieht, das ist ja bei Architekturfotografien oft unerwünscht. Und das aber auf der anderen Seite sieht man auch, dass diese Menschen sich doch eigentümlich verhalten, insofern, dass sie nicht versuchen, irgendwelche Geschäftigkeit vorzutäuschen, also so in Action, wie man das heute, sondern sie sitzen ja relativ bewegungslos, so als ob sie festgefroren wären. Wahrscheinlich, weil der Fotograf damals gesagt hat, bitte nicht bewegen, sonst wird es verwackelt. Aber trotzdem gibt es dem Ganzen
Herzen ja einen bestimmten Eindruck, der gleichzeitig künstlich und gleichzeitig aber auch ganz ruhig und ganz, also so, dass man das Gefühl hat, man ist selber Teil der Szene. Dazu kommt noch, dass Charun ja an einer Stelle sich dann selbst dazu, also alle, der Tisch ist gedeckt. Ja, man sieht, sie könnten also alle jetzt anfangen zu trinken, aber sie reden auch nicht miteinander, sie beziehen sich auch nicht mit aufeinander. Und das ist schon eigentümlich. Und ich habe mich jetzt so gefragt, ob die Fotografie ein Medium war für Charun oder in dem Fall ja Erich Behne, um das auszudrücken, was vielleicht in konventionellen, methodischen Zugängen, die jetzt aus der Architekturgeschichte oder Kunstgeschichte kommen und die eben wie Posener vor allem immer Formen, Stile und so weiter im Auge haben, um jetzt einfach einen neuen Zugang zu dieser Art von Architektur zu finden, die so schwer mit den konventionellen Methoden zu beschreiben und zu greifen ist. Deswegen wollte ich dich jetzt nochmal fragen zu deinem Verhältnis zu den Fotografien. Ja, also ich denke, dass dem so ist. Also sich es ist ein bisschen ein Widerspruch, weil wer eben Charun Häuser, ich meine, wir sitzen heute im Haus Schminke, das ist eben mit großzügig, auch von der Grundrissfläche, aber die eben späteren, also auch diese Häuser und die späteren Häuser oder eben das Haus 33 in Stuttgart wurde genannt, oder man kann auch die Philharmonie nehmen. Also es ist ein Problem, was die Fotografie schon hat, ist, es lässt sich auch in der Fotografie, weil sie abstrahieren muss aufgrund des Mediums, trotzdem fällt es ihr schwer, die Räume von Charuns einzufangen. Also dahingehend hilft letzten Endes nur die Architektur selber besuchen, darin sie also wirklich körperlich wahrzunehmen. Aber trotzdem ist es, also Film hätte er auch schon nehmen können, hat vielleicht Kostengründe gehabt, ist aber im Prinzip ähnlich aufgebaut wie die Fotografie. Und trotzdem verwendet er die Fotografie auch, um gewisse Dinge auch vielleicht in dieser Abstraktheit doch besser darstellen zu können. Also was man hier sieht, ist zum einen im Vordergrund hier angeschnitten, ist wieder quasi die Rücklehne des Sofas und damit auch schon wieder, wenn man die anderen Fotografien studiert und den Grundriss studiert, sieht man, dass hier die Ebene wieder dahinter zu sehen ist, die auch wieder ein bisschen erhöht ist. Also das ist im Bildvordergrund da, also schon ein Hinweis, dass das schon ein sehr lebendiger, auch in der Vertikalen, sehr lebendiger Grundriss ist. Und das ist in diesem Bildanschnitt da. Und dann gibt es diese Ebene hier, wo sie sitzen. Und durch diesen Blick durch sieht man hier in den nächsten Raum eben das Atelier von Marc Moll. Also hier werden quasi in diesem Medium drei Räume quasi miteinander verbunden und damit auch gezeigt, dass hier eben nicht nur dieser Raum der Mitte, also wo sie gerade sitzen, sondern es ist eine Verbindung über drei Räume hinweg. Und da hilft natürlich das Medium Fotografie dann doch, auch wenn es sich eben schwer tut. Aber das hat ihn bestimmt auch beeindruckt. Und ich finde es auch interessant, dass mit Erich Behne da auch jemand fotografiert, der das Medium schon verstanden hat, aber er ist ein Elektroingenieur, also eigentlich ein Amateur. Und das heißt, hier kommen durchaus, also zum einen als Techniker weiß er hat auch eine professionelle Kamera, tilt-shifted, die kann das alles bildentzerrend einstellen, aber zugleich kommen da auch andere Vorstellungen, die vielleicht ein bisschen experimentieren eben. Und das sieht man an unterschiedlichen Stellen, wo dann eben nicht klassisch die Fotografie einsetzt und mit der Kamera auch unterschiedliche Bewegungen mitmacht und so ein bisschen sein amateurhaftes Experimentieren mit einbringt. Und ich denke, das gefällt Charun auch besonders. Das sieht man später beim Haus Bench. Da gibt es eine zweite Fotografin, Elsbeth Heddenhausen. Die ist professionell, die arbeitet für Magazine und die Fotografien werden später viel weniger abgelegt als die Fotografien von Erich Behne und er lässt eben Erich Behne nochmal kommen, um nochmal das Haus Bench zu fotografieren. Also irgendwie scheint ihm diese Art des Fotografierens von Erich Behne auch sehr zu entsprechen. Mhm.
Vielleicht trotzdem noch mal zu den Medien, was Architekten normalerweise und Architektinnen normalerweise benutzen, nämlich die Zeichnung. Du hast ja gesagt, von Romeo und Julia gibt es nicht so viele Zeichnungen oder er hatte Schwierigkeiten mit den Skizzen. Wie ist er denn vorgegangen, um diese, also in dem Moment, wo jetzt tatsächlich dieser Raum der Mitte wirklich auch benannt ist und es ihm klar ist, dass es jetzt, es geht ihm um diese Aufwertung, dass also sozusagen mehr als nur Wohnzimmer, eine Einbeziehung von einer intellektuellen oder auch handwerklichen, künstlerischen Zugang zur Gesellschaft. Wie hat er das denn entworfen? Kann man das nachvollziehen? Also in den Skizzen, es gibt wenig Skizzen. Es gibt dann Zeichnungen, es gibt wenig Skizzen, wo man erahnen kann, oder wie er sich denn jetzt mit diesen Schrägen, also mit den Wänden, die diese Beziehungen denn herstellen könnten, auseinandergesetzt hat. Es gibt also leichte Verschiebungen, die er dann immer wieder vornimmt, aber man weiß jetzt nicht genau, inwieweit jetzt von der Skizze zur Zeichnung, zur Festlegung des genauen Winkels, wie dieser Prozess stattgefunden. Also man weiß natürlich, er kam mit der Skizze und die Mitarbeiter im Büro mussten die umsetzen und dann wurde wieder korrigiert und dann wurden die Skizzen. Aber ich weiß gar nicht, ob er dann über diese Zeichnung, diesen konkreten Raum der Mitte so sehr betont hat, sondern der Raum der Mitte immer wieder so als Idee über allem stehend und davon ableitend die klassische Konstellation einer Wohnung korrigieren. Mhm. Also so, dass es nicht darauf hinausläuft, dass wir jetzt hier den Schlaftrakt haben oder den Wohntrakt und dass wir den Flur haben, sondern dass wir das in dieses gesamte Wohnen praktisch in eine Beziehung bringen und in etwas bringen, was jetzt, ich behaupte immer, dass es, wie gesagt, es ist sehr schwer, den räumlich zu schaffen, dass es, dass das Gesamte auch der Raum der Mitte ist. Das ist einerseits, es gibt ein Zentrum, es gibt immer das Wohnzimmer, aber das steht immer in Beziehung zu allen und kann sich auch wieder isolieren. Und diese Art versucht er natürlich durch wahnsinnig viel, also immer wieder durch Durchbrüche und auch durch Abwinklungen, die dann Öffnungen machen, bringen auf einmal. Ganz andere Öffnungen, als es in dem orthogonalen System möglich wäre. Und insofern ist es, glaube ich, das, was innerhalb dieser, ja, dieser Technik, die er dann, die er versucht zu entwickeln, versucht zu erreichen. Ja. Beziehungen herzustellen, andere Beziehungen herzustellen. Sandra, du willst jetzt unmittelbar was, und da war auch noch eine Frage, ja? Okay, aber Sandra, bitte. Ja, ich würde gerne ein paar Stichworte oder vielleicht verknüpfen. Also erstmal die Frage, ob man den Raum der Mitte, wie man den im Gesamtwerk von Hans Scharoun, also könnte man den quasi als intellektuelles Denkmodell auch verstehen, über das konkrete Wohnen hinaus? Und wäre das eine Möglichkeit, weil ich dachte, das Universale ist gefallen als Stichwort. Es wurde nochmal auf die Smithsons referenziert. Und ich dachte, was ich eigentlich am spannendsten finde über das Private, also über das Wohnen hinaus, ist die Idee, wie das private Wohnen sozusagen in dieser Hierarchie der Verbindungen zum Öffentlichen steht. Also Hierarchy of Associations, um auf die Smithsons zurückzukommen. Da gibt es ja sozusagen diese Verknüpfung von Haus als der Ort der Familie, das Dorf, der Ort der Nachbarschaft, die Stadt der Freundschaft, also Tönnies und also Scharoun im Rückgriff auf Martin Buber, eben diese Verbindung, die sich dann wieder zu den Smithsons zurückverbinden lässt in der Zeichnung, auch das Talschnitt von Geddes und ob nicht sozusagen diese Denklinie als Raum der Mitte im Gesamtwerk von Scharoun als der utopische Anspruch verstanden werden kann. Also gar nicht so sehr dieses das komplett konkrete Zimmer, also der Möglichkeitsraum, ich mag dieses Wort nicht, aber es hilft, sozusagen, wo verschiedene Situationen stattfinden können, aber also darüber hinaus und eben in Verknüpfung auch zum Beispiel zur Philharmonie oder anderen Orten, die von Scharoun sozusagen geschaffen wurden, im Städtischen auch. Ja, das ist eine gute Frage. Du hast ja selber gesagt, das ist eine Metapher auch. Genau. Ja. Es ist beides. Es ist so metaphorisch gedacht und es ist aber auch konkret. Also er nennt es ja auch an einer Stelle, genau, in dem die Bemühungen um ein Werk stattfinden. Und dieses Werk ist dann immer das, was sozusagen über das Wohnen hinausgeht. Also es muss irgendwas, was in der Wohnung findet, etwas statt, was jetzt jenseits dieses reinen Wohnens stattfindet, sondern mit dem ich werke da etwas, ich bringe da etwas hervor, was auch den Bezug zu der Gesellschaft herstellt. Also wenn das verbindet mich mit dem, was ich auch in der Gesellschaft sozusagen erledigen kann, ist Quatsch, aber was mich als Mitglied der Gesellschaft ausmacht. Und das ist eben
etwas, was man mit Wohnen jetzt, also Wohnen ist ja normalerweise, ich habe ein Dach und ich habe dort die Möglichkeit, mich zu erholen und zu essen und so weiter. Aber es geht um dieses etwas mehr. Und es ist immer konkret. Also er selber wird auch konkret. Er macht auch Zeichnungen und nennt das dann Raum der Mitte. Und es ist aber auch immer dieses Ideelle, das ist was sich über das reine Wohnen als Reproduktion, sage ich immer, hinausgeht. Ich habe jetzt verstanden, dass hier eine Frage war, oder? Habe ich das? Ja, bitte, ja, gerne. Also im Haus Schminke würde ich sagen, ist das, was das Wohnen ausmacht, zumindest fällt mir das in der Vermittlung immer auf, das, was das Wohnen ausmacht, ist einerseits bestimmt die Gemeinschaft und die Freundschaft auch zu anderen Leuten. Hier gab es sehr viel Besuch, hier wurde musiziert und so weiter. Aber ich habe immer den Eindruck, dass eigentlich das soziale Familienleben der Hauptpunkt hier in dem Haus ist. Wir haben immer sehr schön diesen Vergleich. Es gibt so eine Zeichnung von der Fabrikantenvilla, die hier eigentlich stehen sollte, die der Vater von Fritz Schminke, also Fritz Schminke ist der Bauherr dieses Hauses, die der Vater damals in Auftrag gegeben hatte. Und das ist so eine klassische Fabrikantenvilla, wo allem die Kinder eigentlich unterm Dach in ihren Zimmern verschwinden und nicht zu sehen sind. Und hier im Haus lässt sich das immer wunderbar erklären, dass die Kinder zu der Familie gehören, was für die Zeit sicherlich eine sehr, sehr moderne Einstellung war, dass man die Kinder eben nicht in ihr Zimmer schickt und die verschwinden dort, sondern die haben hier überall gespielt, die haben das ganze Haus und natürlich den gesamten Garten in Beschlag genommen. Und ich finde an der Stelle ganz spannend, dass das auf diesen professionellen Architekturfotografien von Alice Kerling eigentlich überhaupt nicht zu sehen ist. Das sind absolut perfekt ausgeleuchtete, sehr, sehr schöne und ganz fantastische Fotografien von der Architektur. Da wurden zum Beispiel die Vorhänge, die eigentlich schon hingen, wieder abgenommen, weil die auf dem Bild gestört haben. Also eine extrem ästhetische Form der Fotografie. Aber das, was für mich in der Vermittlung ganz oft dieses Haus ausmacht, kommt dort überhaupt nicht vor. Wir haben gleichzeitig dann einen großen Fundus an privaten Fotos. Und da sieht man, wie sich das Leben hier abspielt. Es gibt sogar Filmaufnahmen und da fahren die Kinder hier irgendwie im Kreis ums Haus auf dem Dreirad und so weiter und so fort. Aber das, was das Haus in seiner emotionalen und sozialen Funktion ausmacht, taucht auf diesen Fotos nicht auf. Würdest du sagen, das liegt tatsächlich an der Zeit, weil diese Form der Architekturfotografie, wo man auch publiziert, also von Fotos, die auch publiziert werden, das war einfach noch nicht so weit, weil die Fotos, die du eben gezeigt hast aus Berlin, die sind ein bisschen später. Würdest du denken, das liegt tatsächlich an der Zeit? Weil Scharoun hat ja offensichtlich auch diese Form der Fotografie, die Alice Kerling hier vollzogen hat, das hat er ja durchaus unterstützt. Also der war mit dabei. Es gibt auch Fotos, wo Scharoun und Alice Kerling beide drauf zu sehen sind, wie sie gerade fotografiert. Also das ist eines der schönsten Fotos eigentlich vom Haus Schminke, die perfekte Perspektive aus dem Garten. Das Haus spiegelt sich im Teich und dann gibt es das zweite Foto dazu. Da steht nämlich Alice Kerling bis zum Bauch im Teich und Hans Scharoun in Badehose daneben, weil man anders diese Perspektive gar nicht hinbekommen hat. Würdest du sagen, das liegt tatsächlich einfach an der Zeit? War es einfach noch nicht so weit? Nein, weil Alice Kerling fotografiert im Sommer 1933, August. Und das ist ein Moment, wo sich dann radikal auch ändert. Also Alice Kerling, die war ja auch Kommunistin und sie muss dann auch ihr Mann wird dann auch gekündigt und sie muss dann auch das Land verlassen. Also in ihren eigenen Biografien erzählt sie von einer Hausdurchsuchung und sie wird da also auch mit zur Gestapo gebracht und wird misshandelt. Und sie verlässt dann mit ihrem Mann das Land. Das heißt, zum Ersten, sie ist auch gar nicht mehr da, wenn 1934 dann die Fotografien von Erich Behne entstehen. Sie ist nicht mehr hier und nicht mehr verfügbar, weil sie musste das Land verlassen. Und dann kommt Erich Behne ins Spiel, womöglich über Adolf Behne, dem Bruder, weil der hat ja auch schon diese schöne Hausvorstellung von Haus Schminke geschrieben. Und belegen kann ich es nicht, war einfach, wir brauchen jemanden, der fotografiert. Und dann sagt Adolf Behne, ach, mein Bruder kann das vielleicht machen, weil der fotografiert ganz gern. Einfach wirklich so, wie das Leben halt ist. Und dann kommt er mit, er ist Techniker, er weiß, wie der Fotoapparat funktioniert und so weiter. Aber zugleich ist er
Amateur und bringt dann auch so ein bisschen seine, vielleicht ist er auch nicht so mit diesem klassischen neuen Sehen, mit diesem, was Alice Kerling, die war ja durchaus, die hat sich ja auch beworben, ich glaube in Breslau an der Kunstakademie, wo Scharoun lehrte, also die hat vielleicht schon den professionelleren Hintergrund als Erich Behne und er bringt seinen Moment mit, ich möchte aber eben diese Menschen beim Lesen, bei ihrem Wohnen fotografieren und Scharoun sagt, ja, ist doch gut so. Also ich denke, der ist auch mit dabei. Also ich denke, das ist eine Verkoppelung von unterschiedlichen Dingen, die passieren und plötzlich, das eben habe ich jetzt nur kurz angeschnitten, aber wird Erich Behne laufend eben sein Fotograf. Er holt sich einmal auch wieder eine professionelle andere Fotografin, Elsbeth Heddenhausen, die wieder diese klinischen Fotografien macht, aber er holt sich dann nochmal Erich Behne. Also es scheint, plötzlich merkt er durch diese Fotografien, wo das Leben mit dargestellt wird, ja, das ist stark und das setzt viel besser meine Idee um und deswegen bleibt er auch bei diesem Fotografen. Also auch dieses auf Augenhöhe nehmen und auch das mit den Kindern fand ich, danke für den Hinweis, dass er Kinder auch wirklich nicht eben als, die sind halt auch da, sondern also ich meine, das Haus Schminke ist voll von diesen Hinweisen, wo er darauf eingeht und das macht er später mit seinen Schulentwürfen auch. Also wie er diese Volksschule in Darmstadt konzipiert mit diesen unterschiedlichen Abstufungen, wo er wirklich auf diese Kinder eingeht, wie wenn das Erwachsene wären, die wirklich ganz besonders gefördert werden müssen und gibt ihnen unterschiedliche Räumlichkeiten. Also da sieht man schon, er differenziert dann nicht, sei es jetzt vom Alter her oder Profession, nicht Profession. Also da lebt er auch eine Form von Gemeinschaft. Du wolltest jetzt direkt was dazu sagen. Ja, ich wollte nochmal zu dem sozialen Gefüge, das sehr wichtig war und das Familienleben, was ja auch, und ich glaube, das ist eben auch was man sogar im Grundriss und in der Gestaltung des Hauses, diese Überarbeitung, die er macht, deutlich findet, weil er kreiert da so eine klassische Halle für eine Villa, wie es Mendelssohn praktisch eigentlich beschrieben hat. Für die Villa, da kommt die her, da geht es da. Und jetzt fängt er eben an, die zu überlagern und richtet eine Spielecke für die Kinder ein in dieser Nische. Und er richtet auch den Essplatz ein. Das hat auch was natürlich mit diesem neuen Leben. Das ist nicht mehr die klassische Villa, die auch eben nicht gebaut wurde. Aber es gibt auch eben wieder diese Verortung innerhalb dieser und diese Nischen oder diese, die das widerspiegeln. Also genau diese neuen Lebensformen und auch diese neue Sozialgefüge, in der jetzt Kinder eine andere Rolle spielen und die dann mit teilhaben. Geländer runtersausen. Also in diesem Repräsentationsraum, die Halle ist noch da und dann, ich meine, wer das mal probiert hat, ich habe es probiert, das ist furchterregend, dieses Geländer runterzusausen, aber er dekonstruiert da dann wieder so bürgerliche Vorstellungen ein Stück weit, nicht ganz, aber ein Stück weit und baut die Kinder mit ein oder halt ihre Vorstellung, wie sie das Haus nützen möchten. Das ist sehr bitten, das heute nicht. Ja. Das sind gut und gern 45 Grad. Ja, also, ja, das ist, auch ja, ja. Aber ich will noch mal, gibt es sonst noch Fragen aus dem Publikum? Also ich sehe hier in YouTube, ich versuche das jetzt immer so im Auge zu behalten. Also nicht, dass ich irgendjemand übersehe. Ja, vielleicht kann ich für alle jetzt noch, weil wir sind jetzt auch schon gut halb neun, vielleicht, dass jede von euch noch mal ganz kurz so ein Schlussstatement macht, wenn das irgendwie geht. Also Soll ich anfangen? Ja, bitte. Genau. Wir gerne in der alten Reihenfolge. Ja. Ich gehe vielleicht noch mal zurück auf das, was auf diese Idee dieses gemeinschaftlichen Lebensraums, was eben ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also ich glaube, dass bei Scharoun wirklich, und das ist ja auch ungewöhnlich für einen Architekten der Moderne, eine Beschäftigung mit alten Wohnformen, in Anführungszeichen, alten Raumformen, die er herleitet, eben das, was ich eben mit dem Niedersachsenhaus es gibt. Und diese gemeinschaftliche Lebensform des Mittelalters aus dem Meister und dem Gesellen, wo es noch hohe Räume gab, wo sich Alter, dass das ganz tief verwurzelt ist. Und dass es dieser Ursprung dieses gemeinschaftlichen Wohnen und Werken, wie er das immer nennt. Und dass das so eine Art Grundlage ist,
die er immer wieder versucht, in all diese Räume einzubringen. Und die auch was von diesem Raum der Mitte wieder haben. Eben ein Lebensraum, der gemeinschaftlich genutzt wird. Und auch zum Werken, wie er immer wieder betont. Und Jesus gibt es natürlich. Das ist natürlich ein anderer Zugang, eine andere. Genau. Ich will nur nicht, dass irgendjemand dann sagt, aber hier Jesus gibt es ja auch noch. Genau. Sandra, vielleicht kannst du noch ganz kurz. Ja, also ich muss die ganze Zeit irgendwie in diese Verknüpfung zum Gegenwärtigen ziehen, zu diesem Cluster Wohngrundrissen, die ja sozusagen, wo es auch mal so eine Form von Raum der Mitte gibt, aber ich glaube, das ist eine völlig andere Idee von Raum der Mitte, als das jetzt bei Charun sozusagen der Fall ist. Und viel uninspirierter, muss ich sagen. Also das ist sozusagen, wenn man diese Dinge vergleicht und auch, wenn du sagst, der Rückgriff auf oder traditionelle Wohnformen, da sollte man sich heute auch wieder versuchen zu orientieren an den guten Beispielen. Und das wäre natürlich, da bietet sich Charun auf jeden Fall an, um gegenwärtige Grundrisse vielleicht nochmal zu überdenken. Und auch die Idee des Gemeinschaftlichen. Also ist es nur eine ökonomische Idee? Oder ist es eben auch eine Idee, die sozusagen tatsächlich förderlich ist für oder gegen Einsamkeit und so weiter, andere gemeinschaftliche Formen. Wobei diese Grundrisse ja wirklich erstmal auf Anhieb gar nicht traditionell aussehen. Also man fühlt sich auch nicht irgendwie aufgerufen an jetzt Bauernhäuser oder sonst irgendwas zu denken. Das ist ja das Besondere auch daran. Aber ich will jetzt sozusagen... Jetzt noch das letzte Wort an dich, Waltraud. Willst du? Ja, also was mir einfach gefällt in dieser mittlerweile doch schon längeren Auseinandersetzung mit Charun, ist zum einen, wie er die Architektur entwirft, wie er hier die Protagonistinnen wirklich mit in den Entwurfsprozess hineinnimmt und dieses quasi von innen nach außen Entwerfen wirklich an das Individuum auch wirklich gebunden ist und das dann auch versucht, eben hier durch das Experimentieren mit der Architekturfotografie auch in dieses Medium zu übertragen, weil das ist ja auch, die Architektur kann man nicht immer besuchen, wie man hier jetzt auch in Löbau heute sieht, sondern dass es auch dafür ein Medium braucht, wie die Architekturfotografie und dass die auch davon leben kann. Das würde ich mir heute auch in manch anderen Architektur-Renderings und dergleichen auch wünschen, über dieses Medium an sich nochmal ein bisschen nachzudenken. Ja. Und die Darstellung. Ja, danke schön. Vielleicht kann ich noch ganz kurz zu den Fotografien, was ich finde, speziell diese Fotografien von Behne, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas Vergleichbares später dann auch nochmal entstanden ist. Also diese, einerseits hat man das Gefühl, das ist so eine intime Situation, also man ist irgendwie Teil einer, dass man sieht irgendwie eine ganz bestimmte intime Gemeinschaft und zugleich sind die Fotos so aufgestellt, dass man sich eingeladen fühlt, teilzunehmen oder irgendwie sich auch hinzusetzen und Tee zu trinken oder aus dem Fenster zu gucken und in den Garten. Und das finde ich das Besondere an diesen Fotografien, dass sie genau das, wo ja immer darüber gesprochen wird bei Charun, das Individuelle und das Allgemeine, vielleicht ist das ein besseres Wort als Universelles, dass das immer gleichermaßen da ist, dass man sich deswegen immer irgendwie willkommen fühlt. Ja, wir könnten wahrscheinlich noch sehr lange darüber sprechen. Ich denke aber, dass jetzt auch Zeit ist für das leibliche Wohl, jedenfalls für die Gäste hier, die hier im Haus sind. Ich danke Ihnen allen fürs Kommen, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich danke natürlich vor allem an Ulrike, Waltraud und Sandra für ihre Vorträge und hoffe, Sie haben neue oder vielleicht auch alte, neue Eindrücke gewonnen über Charun und wünsche allen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut zurück. Wieder. Dankeschön. Mhm. Ciao, liebe. Ja, ciao, Sandra. Du musst dich selbst bedienen. Indem man